Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stehe immer noch in Valdai in Russland und ich schaue mal nach, welche Tour ich heute nehmen könnte. Ich muss natürlich auch ein bisschen mit einberechnen, dass ich diesen ganzen Weg nochmal zurückfahren muss. Okay, in Veliki Novgorod bin ich nicht gewesen, nur in Valdai. Schau ich mal nach, wohin es gehen könnte. Es könnte weiter nach Russland reingehen. Uff. Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? 10 Stunden 58 habe ich nur. Sofern ich hier oben in Agrovista starte, dann kann ich eine Auftragsruhe annehmen. Ansonsten wird es ein anderer werden. Ich kann nicht hier anfangen. Ich muss erst nochmal da rein. Würde ich sagen, dann wird es wohl 17 Tonnen Roggen von Valdai nach Vizebsk. Wer fehlt in der Aussprache von der, kann sie gerne sagen. Halt geht es dann nach Weißrussland. 428 Kilometer. Als letzte Tour vor dem ersten. Auf geht's. Vor dem ersten Event. Hier in Euro Truck Simulator 2, das heißt im Verlauf des heutigen. Oh Gott, das war knapp. Im Verlauf des heutigen Tages gibt es dann nochmal die Abstimmung, die ihr treffen könnt. Sprich, ich werde dann. Also heute. Für euch heute werde ich dann das Video nochmal aufnehmen. Also ich werde es am selben Tag nochmal aufnehmen. Wir sind fertig. Wo ich nochmal genau erkläre, was denn da so alles passiert, wie ich es so gestalten werde oder wie ihr abstimmen könnt. Und was ihr abstimmen könnt. Denn im Grunde könnt ihr entscheiden, wie die nächste Woche dann aussehen wird, die dann komplett mit Euro Truck Simulator 2 vollgepackt wird. Sprich, an 7 Tagen in Folge gibt es dann ein Euro Truck Simulator 2 Video. Wieder eine Nachtfahrt mit meinem Lieblings-LKW, mit meinem Lieblingsauflieger. 7 Stunden Fahrt, zum Teil noch durch diese äußerst unangenehme Straße und Strecke. Geschlafen habe ich ja, das heißt, ich kann jetzt eigentlich frei weiterfahren. Wie gesagt, das einzige Ding, was halt ist, ist, dass ich nicht. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wow. dass ich halt jetzt nicht übermüdet bin? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Blass, was ich sagen wollte. Ich habe gerade so in den Sonnenuntergang geschwiffen mit meinem Blick und ja. Genau, das Ding ist, ich bin zumindest jetzt nicht übermüdet, während ich den Weg jetzt hier lang fahre, der jetzt doch schon etwas fieser ist. Und ab hier beginnt der nette Abschnitt. Auch schon darauf achten, wo es dann doch ein bisschen steiler wird, die Unebenheiten. Aber das macht die Rust Map ja aus, dass es solche anspruchsvollen Straßen auch gibt. Aber trotzdem ist es immer noch einer meiner unliebsamen Trailer.
Irgendwie mag ich so den Trailer nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß gar nicht, ob das schon. Ich glaube, das könnte sogar eine Art, nennen wir es mal. Übertreiben wir es mal und nennen es Trauma von Euro Truck Simulator, dem ersten Teil gewesen sein. Kann sogar noch daher kommen. Ich meine nämlich, ich mochte den kleinen Trailer schon nicht zu fahren, als Euro Truck Simulator 2 frisch draußen war. Erstmal will ich schon hochkämpfen. Und genau, das heißt, ihr stimmt ab, wie die nächste Woche, wie die erste Eventwoche aussehen soll. Und wenn das Ergebnis feststeht, beginne ich dann das alles aufzunehmen und werde dann, ja, bei Bedarf Kredite aufnehmen und den Truck insofern eventuell auch vorbereiten, dass ich den Truck noch ein bisschen upgrade und so weiter, dass ich immer Upgrades und dass ich immer tune vor den Eventwochen und danach, wenn dann halt ich zu viel Geld ausgegeben habe, dass ich aber noch Kredite aufnehmen muss und einen Kredit zurückzahlen muss, weil ich dann in den Folgen darauf so gesehen das Geld dann halt wieder einfahre. Und sollte dann irgendwann so viel Geld beisammen sein, dass ich dann dass ich dann genügend Geld beiseite habe, so einen eigenen weiteren LKW kaufen kann, also einen weiteren Fahrer einstellen kann, dann wird das mit dem Geld auch weniger das Problem werden. Aber die Eventwochen, die stehen mehr oder weniger so im Vordergrund von dieser ganzen Staffel. Es ist ja auch das allererste Mal, dass ich sowas mache mit den Eventwochen. Innerhalb eines Projektes. Habe jetzt auch gleich den gröbsten Weg geschafft und danach geht es wahrscheinlich eher über normalere Straßen rein Richtung Weißrussland. Uiuiui. Also die erste Folge wird dann vom Event wird dann so aussehen, dass ich dann alles vorbereite und schon die erste Tour mache, aber das werdet ihr dann auch nochmal alles in dem Abstimmungsvideo, was heute kommen wird, mitbekommen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das kriege ich hin. Ach du heilige Bimbam. Nächste, der mich wieder vorlässt, da fahre ich auch. Ja, wenn du mich schon vorlässt und reinlassen möchtest, dann musst du auch warten. Und ich dich wieder umentscheiden. Es ist aber auch jede Menge Verkehr hier. Wollen alle hier auf die Autobahn Richtung St. Petersburg? Und das wohlbemerkt mit Vanilla Traffic, ohne irgendeinen Mod, der mehr KI auf die Straßen bringt. Da war ich ja sogar auch schon überlegen, ihn zu implementieren, um halt, damit das Ganze ein bisschen voller wirkt, aber dann müsste ich ja ständig bei jeder Auffahrt und bei jeder Kreuzung mit
mit das Ganze vorspulen. Also entweder rausschneiden, wie ich warte, oder halt im Speed-Format präsentieren, wie ich einfach kaum vorankomme. Noch 365 Kilometer, aber es wird nicht ganz so schlimm sein, die restlichen Wege. Ich gehe auch direkt schon gleich wieder links ab. Zeitlich gesehen dürfte dann auch in dem Event dann auch der Frühling bereits begonnen haben. Ich denke mal, ich werde dann zumindest für eine gewisse Zeit dann nochmal den Frühlingsmod reinpacken. Dann habe ich den wahrscheinlich für zumindest für die Eventwoche und dann vielleicht noch das eine oder andere Video danach. Bis dann die 1,40 kommt, dann kommt natürlich auch der Mod wieder raus, weil ja. Ich erstmal mit der 1,40 fahren möchte. Wo ich dann erstmal damit gefahren bin, ist dann mittlerweile auch schon Sommer so gesehen und dann ist dann sowieso kein Wintermod, kein Sommermod, also kein Jahreszeitenmod drin. So, Tempomat auf 60. Dann geht es hier auf der Landstraße weiter Richtung. Ich habe schon wieder vergessen, nach Wischebsk. Ich probiere es mal einfach so auszusprechen. Wenn ich es falsch ausspreche, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren verbessern. Nicht einfach mit Lautschrift. Denn da ich die Sprache leider nicht spreche, die osteuropäischen Sprachen, leider echt zu wenig. Ich habe mal jetzt auch bei Spotify, habe ich gerade, also habe ich, was heißt gerade, also gerade heißt in diesem Fall heute, habe ich gesehen, dass es auch Podcasts gibt, unter anderem, wie man, also unter anderem so einen Russisch-Lernen-Podcast und so weiter und so fort. Dann habe ich ihn einfach mal, ich glaube, gefolgt oder so. Aber habe noch nicht die Zeit gefunden, mir das. Ne? Muss noch erstmal die Zeit dazu finden, dass ich dann quasi damit beginne. Und ja. Eigentlich wollte ich die Zeit sowieso schon ständig nutzen, um irgendwelche Sprachen zu lernen. Sei es. Ich glaube, Serbisch war, glaube ich, dabei. Oh Gott. Das war knapp. Japanisch, Chinesisch bin ich jetzt auch so ein bisschen wieder raufgekommen, so nach dem Motto hier. Why not? Russisch ist auch dabei, Japanisch, also und Spanisch, also eine Menge Schrecken. Eine Menge Schrecken vor allem. Eine Menge Sprachen, die ich schon gerne lernen und können würde. Aber dafür muss man halt erstmal die Zeit finden und dann auch noch eine gute Plattform, die einem selber hilft, die beim eigenen Lernstoff, bei der eigenen persönlichen Lernbarkeit hilfreich ist. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich sehe mich ja schon wieder geblitzt werden, weil ich keinen Retarder habe. Oh. Runter auf 60 sowieso. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Biege nach links ab. Sehr schön, dann wollen wir hier links abbiegen. Von daher, wenn ich irgendwelche Sachen falsch ausspreche, ist das gar nicht böswillig, sondern einfach, weil ich es besser weiß. Und da wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr es besser wisst, ihr es mir dann irgendwie in Lautschrift mich in Lautschrift dann verbessern könnt. In den Kommentaren.
Ja, Stadtdurchfahrten sind auch schon immer schön, ne? Wenn man so ein bisschen entschleunigt. Sieht auch mal wieder was anderes. Wenn man dann auch nicht so schnell durch die Stadt durchfährt, dann kann ich da auch angenehm durchfahren, ohne dass es irgendwie rumleckt. Oder die Festplatte komplett am Eskalieren ist. So, das war jetzt gerade super schön, durchs Dorf durchzufahren. Aber wahrscheinlich ist das Dorf auch nicht allzu sehr mit Objekten zugekleistert. So dass es halt einfach leckfreier ist. Als meine ich große Stadt wie Oslo. Wo gefühlt 300.000 Sachen. Also wahrscheinlich gefühlt ist es sogar noch. Sogar sehr schlecht geschätzt. Wahrscheinlich sind es sogar 500.000 oder mehr Objekte, die halt da entgegen sind. Wahrscheinlich sogar noch sehr, sehr niedrig angesetzt und sind eher über 1 Million. Denn Oslo ist eine große Stadt. Klar, dass es dann größer dargestellt wird. Ach ja, ich glaube, ich muss jetzt. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bremse mal mit. Auf die 70 komme ich ja wieder. Und jetzt kriege ich eh wieder wegen den Kollegen mit 10 Kilometer schon hier hoch. Den, egal wo die KI bremst, sein immer gerne aus. Egal ob ein Euro Truck Simulator 2 oder ein American Truck Simulator. American vor allem. Okay, jetzt sind wir nachbeschleunigen 273 Kilometer noch. Bis zum Zielort. Weil unseren 17 Tonnen Roggen. Das schaffe ich zeitlich. Das haut hin. Gibt zwar nicht allzu viel Kohle, aber dann bin ich zumindest über 220.000. Ist ja auch schon mal was. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist auch schon mal Geld. Geld, was ich habe, ohne eventuell Kredit aufnehmen zu müssen. Kurve war schärfer als erwartet. Da wartet sogar jemand drauf, uns zu blitzen, obwohl wir kaum hochkommen. Den Berg. Den Hügel. Was auch immer es war. Die Steigung. Was bist du denn? Du warst keine Motte. Erinnert mich nur wieder an den letzten Sommer, wo ich gefühlt ein Glas süßhaltigem, was auch immer, trinken konnte. Wenn ich Glück hatte, bevor dann da irgendwie eine Motte drin war und dann da er ersoffen ist. Oder kleben geblieben ist. Mal ist jetzt keine Motte gewesen. Das war auf alle Fälle, ich glaube aber es war eine Motte. Also sah stark nach aus, obwohl es noch am Flattern war, wo man es nicht erkennen konnte, aber ja. Da kommt ja die Freude auf. Und das, obwohl ich heute schon wieder ineinander Underground Bakeryline rumgegurkt bin und ich meine auch da irgendwie mal, als ich da rumgefahren bin, das Problem hatte. Zumindest hatte ich dann irgendwie die ganze Zeit, wie ich da rumgefahren bin, das vor Augen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Wieder runter auf 60. Dann geht's durch Schäum durch.
dadurch rollen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn ihr es besser wisst, gern verbessern. Erst Aufenthalt auch dort. Hier ist sogar noch eine Garage. Und auch eine rote Ampel. Und weiter geht es. Schön mit der Statue, die man leider nicht erkennen kann. Selbst wenn man sie erkennen könnte, weil Tag ist, wüsste ich wahrscheinlich auch nicht, wer die Person ist, was es darstellen soll. Eine Taxe, okay. Ein Taxi. Wir wollen es ja nicht umgangssprachlich halten. Das war nicht allzu sehr. Oh, ich hoffe, der Renault lässt mich. Sehr schön. Er hat gerade links angefangen zu blinken oder war das der Warnblinker? Ich bin. Der biegt doch links ab, okay. Rechts ab. Auf unsere Spur, muss man so formulieren. In unsere Richtung. Noch 210 Kilometer. Bis zu unserer Abladestelle. Es gibt ja auch Maps teilweise, wo dann auch Leute hier über die Straße dann laufen, über den Zebrastreifen und so, ne? Also, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das auf der Russian Open Spaces oder so? War das? Ja, Russian Open Spaces. Gibt es. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin halt leider echt aus dem Map-Knowing-Game komplett raus, weil ich einfach so lange nicht mehr auf neuen Maps gespielt habe. Oder auf aktualisierten Maps, sondern halt nur auf vergangene Maps, die ich halt zuvor schon genutzt habe. Pro 195 Kilometer gefühlt komme ich kaum mit den Kilometern weiter runter. Einfach weil es die ganze Zeit über Landstraßen Richtung Weißrussland geht. Die KI-Fahrzeuge, die Personen-KI, die darf jetzt über 90 fahren. Dann wird es uns wahrscheinlich gleich überholen, wenn es aus dem Büroverbot rauskommt. Ja. Hier passiert gleich was. Ich weiß nur noch nicht was. Wahrscheinlich eine Baustelle oder sowas in der Art. Oder geblitzt. Oder Straßenschäden. Wahrscheinlich waren es die Straßenschäden, die diesmal ausgeschildert waren. Als Warnung. Aber auch die dürfen wir auch die Autos hier nur noch mit 80 fahren. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da vorne muss ich links abbiegen. Ist dann bestimmt wieder mit Ampelanlage wahrscheinlich geregelt. Ne? Die könnte aber jetzt aus sein, weil. Oh. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil es halt jetzt schon nach 23 Uhr ist. Ich kann schon mal sicherheitshalber noch mal ein bisschen nach, damit ich den mich gleich wieder auffahre. Oder allzu dicht auffahre, aber es könnte sein, dass es einfach ohne Ampelanlage geregelt ist. Links abbiegen. Scheinbar ohne Ampelanlage geregelt. Biege nach links ab.
und wieder raus aus dem nächsten Städtchen, Dörfchen. Weiterhin durch die Nacht. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass es halt jetzt Nacht ist, aber wir sind ja auch gerade in der dunklen Jahreszeit, von daher passt das ja auch ein bisschen. Jetzt sind wir bergauf. Das ist ein bisschen flott hier für die Kurven. Aber sofern gerade etwas entgegenkommt, ist es noch machbar. Ja, es ist schön, dass wir jetzt hier auf dem russischen Teil sind. So bekommen wir zumindest schon so ein bisschen so ein Feeling, oder dass wir jetzt gerade durch Russland durchfahren, dass wir so bekommen wir so ein bisschen so ein Feeling fürs kommende DLC, also fürs kommende DLC, für das DLC nach dem Iberia DLC, dann geht es ja ins Herz von Russland. Denn das nächste Herz heißt, das nächste DLC heißt ja Heart of Russia. Von daher wird es noch weitergehen. Weiter ins Herz von Russland. Ist halt die Frage, ob es halt allgemein, ob SR Software den ET Oryx Motor 2 wahrscheinlich nur bis maximal zum Uralgebirge, schätze ich mal, ausbauen wird, weil ab dann beginnt ja Asien, soweit ich mich erinnere. Das trennt ja die beiden Kontinente so ein bisschen voneinander. Kann ich mir gut vorstellen, dass es halt nur bis zum Uralgebirge geht und nicht weiter. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil warum sollte es weitergehen als... Warum sollte es noch ein bisschen nach Asien reingehen? Ach schön. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe mal, das kommt noch dieses Jahr oder bei Zeiten. Auf, oh, wie ist es noch gleich? Ich hab's vergessen. Auf alle Fälle warte ich auch auf ein, ja, so ein bisschen Survival Economy Simulation Game, das halt von der transsibirischen Eisenbahn handelt. Demnächst rechts abbiegen. Aber ich glaube, das kommt nicht mehr dieses Jahr. Das wird wahrscheinlich 2022 oder eher 2023 kommen. Da einfach überhaupt gar keine Entwicklung ist, also gar keine Neuigkeitenentwicklung. Und noch ein Bahnübergang. Jetzt in Velikie Luki. Diesmal ein Güterzug. Och nö. Immer so viel Glück erst auch mal in Velikie Luki. Hier geht's aber auch nur durch. Noch 79 Kilometer. So ein Retarder wäre schon nicht schlecht, ne? Auch was manchmal echt angenehm ist, wenn man hier für einen kurzen Zeitraum halt schneller fährt als möglich, also als keine Ahnung, als 80 oder so. Wenn es den Berg abgeht, wenn man 100 mal kurz runterbrettert. Biege nach rechts ab. Ist ja schon manchmal ganz angenehm, aber
Ah, diese Bremsen. Belasten. Zum Glück ging es nicht auf die Roggen. Zum Glück ging es nicht auf die Roggen. Also in dem Fall auf die Fracht. Trans-Siberian Railway Simulator oder irgendwie sowas war das, glaube ich. So, tanken muss ich nicht. Getankt wird in der Eventwoche. Weiter geradeaus. Ins nächste Dörfchen rein. Ich bremse schon runter auf 60. Durch die meisten Dörfer darf man nochmal 60 fahren. Es gibt manche, wo es dann irgendwie doch nicht so ist, aber in der Regel schon. Ich habe das Gefühl, da hinten sind zumindest schon mal die Ausläufer. Das ist schon mal eine schöne beleuchtete Skyline hier bei Nacht. Alle da stehen. 70 und 80, dann wird er direkt Seite für die Autobahn sein. Dann muss ich mir das noch merken. Ich freue mich schon mal ein bisschen aus. Fahre jetzt schon mal Nummer 60. Muss ja gleich links und damit rechts abbiegen. Demnächst links abbiegen. Erst auch mal ein Neville. Aber es geht noch über die Grenze. War Hup Hup und nicht Hup. Warum auch immer das schon wieder nicht richtig angenommen wurde. Manchmal verstehe ich es echt nicht. Demnächst rechts abbiegen. Dann diesmal nicht allzu schnell rum. Rechts ab. Bevor ich in den nächsten LKW reinfahre. Vielleicht mal ein bisschen mehr Sand mitnehmen, als da ich nochmal wieder einen Unfall baue. Aber allzu weit ist es nicht mehr zum Ziel. Da hinten ist sogar noch eine Waage. Soll es eine Waage darstellen? Das wird wahrscheinlich die Grenze sein, oder die Grenze darstellen, oder? Es wird. Es hält die Grenze da, ja. Was anderes hätte auch wenig Sinn gemacht. Aber hier sind sehr viele Tankstellen im Umkreis. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, ein bisschen mehr Pfeffer und damit dann könnte der Volvo schon vertragen. Demnächst rechts abbiegen. Und dann geht jetzt hier auf die Grenze und es gibt sogar eine Waage. Tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass es implementiert wurde schon hier in Eurotruck Simulator 2, aber scheinbar wurde das bereits schon implementiert.
Da merke ich mal, wie wenig ich überhaupt auf dem neuesten Stand bin. Ich wusste nicht mal, dass mittlerweile schon es Wagen gibt in Auto Simulator 2, dass es die in ATS gibt, ist ja klar, aber dass es die in ETS 2 gibt, wusste ich noch nicht. LKW-Gesamtgewicht 31 Tonnen, das Fahrzeug ist nicht perfekt im Zustand, ich sollte damit sorgfältig umgehen, ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Danke für den Hinweis. Ich bin eventuell... Das geht schon bei 6% los, krass. Ja, komm, fahr. Jetzt haben wir die Polizei vor. Dann nochmal hier Papiere kontrollieren und dann sind wir auch schon in Weißrussland. Ach ja, ist schon nice. Knapp. Ich werde auch müde, das ist ja perfekt getimt gewesen. Lassen wir mal die Papiere prüfen. Von uns, vom LKW, von der Ladung. Alles in Ordnung, gute Fahrt. Dann wollen wir mal weiter. Und wir erreichen jetzt Weißrussland. Ja, fährst du Bus? Noch bedanken und dann noch 8 Kilometer in Weißrussland zur Abladestelle. Auch hier nur mit 60 Kilometer pro Stunde innerorts offenbar. Weiter geradeaus, wir haben noch Vorfahrt. Erst auch mal in Wischebsk oder Wizebsk. Und nochmal auch an dieser Stelle gerne verbessern. Immer geradeaus. Ja, was denn nun 60 oder 40? Entscheidet euch mal. Und da vorne ist dann auch die Abladestelle. Oh, direkt sogar schon hier rechts. So, direkt rechts. Ich dachte, ich müsste nochmal auf eine andere Straße. Nach rechts ab. Och nö, hoffentlich nicht rechts abbiegen. Es ist vorbei. Doch, natürlich. Rückwärts einpacken. Mit meinem Lieblings-Trailer kurz einparken. Dann wollen wir mal das Roggen abladen, die 17 Tonnen. Ausgezeichnet Roggen von Waldheim nach Wiesbaden geliefert. Gefahrenstrecke 428 Kilometer, Dauer 9 Stunden, 9,5 Stunden. Außer Kraftstoff 230 Liter. Es gab dafür 9.920 Euro und 468 Erfahrungspunkte. Dürfte dementsprechend noch ein Level aufgestiegen sein. Das heißt, ich kann jetzt noch weiter auf Fernfahrten gehen. Sprich, auf Rang 3 gibt es dann Lieferungen bis zu 1500 Kilometer plus 15% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 1000 Kilometer.
Dann gucke ich nochmal kurz. Hier in der Nähe war ja, glaube ich, auch noch eine Werkstatt. Aber gibt ja genügend Tanken. Aber wir suchen uns nochmal nach einem Schlafplatz. Ab zum nächsten Hotel. Das ist sogar noch 36 Kilometer entfernt. Das ist ja der Wahnsinn. Fertig zum Losfahren. Also echt noch weit entfernt. Das ist ja... Aber das geht auch. Biege nach rechts ab. Sollte auch fix gehen. Dann fahre ich nochmal eben, wie gesagt, kurz fix hin und dann beende ich doch die Folge. Ich werde nicht schauen, wo es als nächstes geht, denn ihr entscheidet, mit was für eine Art es als nächstes wo auch immer hingeht. Geschwindigkeitsbegrenzung. Das entscheidet ihr komplett. Dazu gibt es dann im Laufe des Tages noch ein Video, wie ihr abschirmen könnt, wo ihr abschirmen könnt und so weiter und so fort. So, warum gucke ich denn jetzt hier immer noch mit nur 40 rum? Das ist doch auch wieder Blödsinn. So komme ich ja nie an heute mehr. Ja, jetzt, jo, uiui, der ist aber eilig. Aber darf wohl doch genauso schnell fahren wie ich. Kommt niemand. Oh, jetzt darf ich selbst sogar 70 fahren. Und wieder rein in der Stadt. Jetzt wahrscheinlich gleich wieder runter auf 40. Ja, der Bus hat es auch eilig. Haben es alle so eilig heute, wa? Mal kurz durch den Kreisverkehr durch und dann bin ich auch schon direkt beim Hotel für die Nacht. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Hallo, ich lenke in eine Richtung. Dann lenk doch einfach mal genau dahin, wo ich auch hinlenke. Den ist rechts abbiegen. So, kurz ein bisschen Gas geben. Rechts abbiegen und dann biegen wir jetzt abbiegen. Rechts ab. Biege nach rechts ab. Und dann ist hier auch der Platz. Hier endet es. Der schöne Platz für die Nacht. Ja, und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen von diesem Eurosport-Simulator 2 Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du guckst dir das nächste Video auch an von der Abstimmung und stimmst fleißig ab. Und ansonsten bis zum nächsten Euro Truck Simulator 2 Video.